Als nächste Rednerin zu Wort gemeldet, Gabriela Moser, sie kommt von den Grünen. Sehr geehrte Präsidenten, Nationalrat, Rechnungshof, sehr geehrter Gast aus Schweden, meine Damen und Herren, ja, die Republik Österreich hat ein eigenartiges Kontrollsystem. Es ist ein sehr kompetentes Kontrollsystem. Nur diese Republik hat einen noch eigenartigeren Nationalrat, der oft die Empfehlungen des Kontrollsystems wirklich völlig links oder rechts liegen lässt. Mein Spezialkapitel, der Verkauf oder der Kauf von Liegenschaften, Immobilienwirtschaft der Republik. Ich möchte dem Gast aus Schweden da einen kurzen Einblick geben in zwei spezielle Vorfälle in Österreich, die wirklich typisch sind. Österreich ist ein Land mit wunderbaren Schlössern, Palais Kaunitz zum Beispiel, ne? Oder auch das Schloss Reifnitz am Wörthersee. Touristisch sehr empfehlenswert, würde ich auch in Richtung Schweden äußern. Ne? Einerseits wurde die Liegenschaft Kaunitz, Laxenburg, wurde gekauft. Gekauft vom Land Niederösterreich in Kooperation mit dem Bundesministerium für Inneres, und zwar mit der Absicht, hier eine internationale Antikorruptionsakademie anzusiedeln, ein Koproduktionsprojekt mit der Interpol. Nur Interpol sprang ab, aber man hat trotzdem ein internationales Institut hier gegründet, um die Korruption zu bekämpfen. Ja, das ist durchaus sinnvoll. Nur wie? Das ist wirklich unglaublich. Ich habe mir es gestern noch einmal durchgelesen. Erstens einmal hat man gekauft und dann umgebaut. Für den Umbau wurde kein Bauherr ernannt, der das Ganze ordentlich abgewickelt hätte, im Sinne einer unternehmerischen Bauführung, die immer auf das Steuergeld schaut. Nein, man gab das Ganze dem Amt der niederösterreichischen Landesregierung zur Bauaufsicht. Ne? Die niederösterreichische Landesregierung hat dann wieder die Bauaufsicht an Unterunternehmen weitergegeben, die zu völlig überhöhten Preisen agierten. Ne? Es hat sich also teilweise der Kauf und teilweise auch der Umbau in Kostenrahmen abgespielt, der viel zu hoch war. Noch dazu ist ja die Interpol wieder abgesprungen und man saß mehr oder weniger auf einer Liegenschaft und musste dann selber eine Akademie gründen. Ne? Dann geht es ja weiter. Jetzt ist die Frage, wie vermiete ich das und wann vermiete ich das? Jetzt hat man einen Mieter hineingenommen zu überhöhten Mietpreisen. Der muss zahlen, und das ist ja das Innenressort, Herr Präsident. Und der Mietvertrag wurde erst ein halbes Jahr, nachdem der Mieter schon vor Ort praktisch die Liegenschaft genossen hat, wurde erst der Mietvertrag fertiggestellt. Also es war wirklich hanebüchern, diese Abwicklung dieses Immobilienkaufes. Ein Orden hat den Vorteil gehabt, der hat das Palais verkaufen können. Und jetzt gibt es halt diese Akademie, nur die Kosten waren erheblich. Auf der anderen Seite Verkauf. Ein schönes Objekt, ein schönes Schloss am Wörthersee. Reifnitz im Besitz der Gemeinde, ein Seegrund im Besitz der Bundesforste. Und dann gibt es einen Landeshauptmann in Kärnten, der anscheinend Freunde hat in der großen Finanz- und internationalen Konzernwelt. Stronach, Abgeordnete sitzen jetzt hier als Vertreter auch dieses Finanzinvestors. Und dieser Investor hat also durchaus ein Auge geworfen auf dieses Schloss, fand es sehr attraktiv, ich hätte es auch attraktiv gefunden. Jetzt gab es nur die Frage, wie bekommt man das Schloss relativ günstig? Ha, ganz einfach. Man sagt, man hat ein Tourismusprojekt vor, man kauft das Schloss zu touristischen Zwecken und dann kriegt man 30% Preisabschlag. Ich möchte es auch nächstes Mal probieren. Ich habe zwar keine Ferienwohnung, aber ich kann es einmal probieren, ob ich, wenn ich da sage, ich will mir eine Ferienwohnung kaufen zu touristischen Zwecken, weil ich vermiete sie ja, ob ich dann auch 30% Abschlag bekomme. Ja? Diesen Abschlag hat Stronach durchgesetzt, weil der Landeshauptmann von Kärnten hat die Gemeinde mehr oder weniger dazu gezwungen und veranlasst, dass sie praktisch dieses Schnäppchen dem Großinvestor Stronach zur Verfügung gestellt hat. Und da hat sie herausgestellt, er macht kein Tourismusprojekt, er baut sozusagen 5 Luxuswohnungen, hat also wunderbare Grundstücke noch, und dann wäre vertragsmäßig ein Rückfall an die Gemeinde möglich gewesen, weil ja nicht Tourismus dort stattfindet, sondern privater Erholungszweck ausgenutzt wird. Ne? Nein, die Gemeinde hat großzügig darauf verzichtet. Die Gemeinde hat großzügig darauf verzichtet. Nein, sie kauft nicht zurück, weil, meine Güte, haben wir heute halt um 30% zu wenig bekommen, haben wir heute halt weniger Tourismus in dem Bereich und haben wir dafür einen netten Herrn Stronach vor Ort vielleicht, der uns ab und zu auf eine Runde einlädt. Ja,
Und der Rechnungshof hat das alles noch einmal detailliert aufgedeckt. Es war Diskussion im Kärntner Landtag. Aber jetzt komme ich zum Schluss. Diese zwei Beispiele sind ja nur zwei. Ich könnte Ihnen jetzt 10 andere aufzählen, wo jedes Mal der Rechnungshof festgestellt hat, dass die Immobilienwirtschaft der öffentlichen Hand höchst unprofessionell ist. Das ist noch eine freundliche Umschreibung der Vorgänge, dass hier Freundelwirtschaft blüht und dass hier endlich einmal professionelles Management im Sinne von Bieterverfahren, Auslobung, Inserate setzen, den Bestbieter sozusagen erwirken, dass das endlich einmal Platz greifen muss. Entschuldigen Sie, Platz greifen. Muss. Und deswegen habe ich schon den Antrag gestellt. Nur der Antrag liegt auf der langen Bank, professionelles Immobilienmanagement. Ich werde mich jetzt mit dem Herrn Wirtschaftsminister nächstens hoffentlich an einen Tisch setzen. Vielleicht hat er doch auch wieder eine wirtschaftliche Ader im Sinne der Steuerzahlerinnen. Dankeschön. Es gäbe viele Beispiele dafür, dass die Immobilienwirtschaft der öffentlichen Hand nicht professionell sei, sagt Gabriela Moser. Sie ist die Rechnungshofsprecherin der Grünen.